Hallo und herzlich willkommen zurück zu Town of Salem mit dem Krian. Hallo. Mit der Rena. Huhu. Und der Krasukia. Hallo. Wir spielen Custom mit random Namen, wie immer, und wir haben beschlossen, wir reden wieder ansatzweise über unsere Rollen, weil sonst ist hier zu viel Schweigen. Oh, ich habe jetzt nicht drauf geachtet, was ich für eine Rolle habe. Ah. Okay. Ich bin Neutral Evil. Vielleicht sollte man nur diese Alignments sagen. Ich bin Town Investigative. Ich bin Town Killing. Und wir haben offenbar einen Survivor mal wieder. Ich bin Jailer. Mal was Neues, irgendwie so. Bisschen rumbasteln. Ich weiß nicht genau, was das werden soll. Vielleicht kann man hier was Schönes draus machen. Bin ja mal gespannt, was dann heute Nacht passiert. Ob ich mal wieder in der ersten Nacht sterbe, wie so häufig. Warum gehe ich weg? Ich kann eh nicht sterben. Wir sollten aber alles in Großbuchstaben machen. Oh, der Veteran hat zugeschlagen. Jetzt ist nur noch die Frage, ob der Veteran Scheiße gebaut hat. Naja, Transporter. Ob der Veteran Scheiße gebaut hat, meine ich. Naja, es ist ein Transporter tot, also. Ob das jetzt Scheiße ist, weiß ich nicht. Naja, irgendwie schon. Ich meine, eine Tony-Rolle weniger. Ja, aber der Transporter kann das Spiel so kaputt machen. Für die Town auch. Da hatte ich nämlich eine Folge aufgenommen. Das war eine richtige Katastrophe am Ende. Aber die Witch ist tot. Und nochmal Veteran. Weißt, wir hatten zwei Vets, ne? Kann nur einen geben. Immer noch beide dieselbe Person besucht. Ich werde versuchen, hier den ersten Tag nicht viel zu schreiben. Das ist aber eine sehr verständnisvolle Town. Wahrscheinlich hast du das selbst geschrieben und du bist selbst Veteran. Du versuchst dir selbst das einzureden, dass alles okay ist. Vielleicht. Ich werde versuchen, hier... Wir werden sehen. Am ersten Mal so tun, als wäre nichts los. Und am zweiten sagen wir dann, sie ist entweder gefreut worden. Du hast gar keinen Neutral Benin gemacht. Machst du das nie? Nee, mach ich nicht. Magst du keine Jester? Jester ist evil. Stimmt. Benin ist zum Beispiel Survivor. Korrekt, Sir. Exe auch, gell? Korrekt, Sir. Du bist so klug, was ist da los? Ich wollte schon sagen, was ist denn da los? Ja, ich habe letzte Nacht wie lange gespielt? Aber Exe ist doch evil, oder nicht? Ja, wir haben auch gerade über Evil gesprochen, oder nicht? Nein, über Benning, nee, oder? Benning. Ja, aber du hast dann, du magst keinen Jester gesagt, daraufhin sagte ich, das ist ein Evil. Ich bin verwirrt. Und dann sprachen wir über Benning wieder, weil Survivor Benning ist, beispielsweise. Das ist wahr. Ist Switch dann auch Benning, oder ist Switch Evil? Das ist Evil. Kann es zwei Transporter geben? Ja. Ja. Ist möglich, durchaus. Okay. Thank you.
interessant. Wenn jetzt der Gejailte nicht sagt, dass er gejailt war, dürfte das ja eigentlich bedeuten, dass der Gejailte in irgendeiner Form oder Weise schuldig ist, oder? Möglich. Oder er hat was gejailt, was wichtig ist, und das möchte er nicht sagen. Weil da wird die Frage sein, was bist du denn? Und dann hätte er es wiederum sagen müssen, weißt du? Also, keine Ahnung. Man steckt nicht drin. Ja, es hat nicht wirklich funktioniert, als sie Jail geclaimt hat. Und da will keiner mehr schuldig wählen. Krieg ich das hier hin? Das wäre so cool. Versuche hier so ein bisschen zu basteln, Scrabble-artig wie checken. Ah, das passt nicht. Solange du nicht zu mir kommst. Nee, hatte ich nicht vor. Nicht wieder. Oh! Ah, fuck. Na super. Ist da. Athene ist tot. Ach, das warst du? Yep. Okay, das Gärkchen hat noch Besuch. Ja, und das ist jetzt das Problem, was wir deswegen wollten wir es eigentlich machen, dass wir nichts sagen. Aber Athena hatte auch im Chat schon Jailer geclaimt. Ja, die Frage ist, ob es halt wahr ist. Könnte ja ein Jester gewesen sein oder sonstiges. Theoretisch könnte sie auch Veteran gewesen sein. Und ist hätte tot. Das weiß halt keiner. Muss ich gucken, wie ich das Vertrauen der Stadt bekomme. Oder eigentlich wieder nicht. Ich muss jetzt tun, dass es nicht funktioniert. Hoffentlich klemmt jetzt irgendwas und ist nicht offensichtlich böse. Escort. Ist halt möglich. Sehr gut, jetzt hoffe ich, dass sie mich nicht tötet. Es wäre gut zu wissen, wenn die jetzt Mafia wären, damit sie mich nicht töten. Ich müsste ihnen sagen, Leute, so sieht's aus. Jetzt werde ich sehr wahrscheinlich sterben. Zumindest würde ich das erwarten, dass sie mich jetzt töten wollen. Sehr ärgerlich, aber leider kann ich das nicht ändern. Was denn hier weiter dran rum? Das wird nicht reinpassen, schade. Naja. Aber die Mafia wäre auch blöd, mich zu töten. Ehrlich, war klar. Davon. Ich bin auch raus. Die Medusa. Und? God damn it.
Und du warst Sheriff? Ja. Och nee. Und du hast das gerade laut gesagt. Entschuldigung. Ach, Kacke. Ich möchte ein bisschen Chaos verursachen. Ich hoffe, dass mich die Mafia nicht tötet, weil sie wäre blöd, das zu tun. Aber wenn es denn... Rena, du lebst noch, gell? Ja, ich lebe noch. Wahrscheinlich nicht mehr lange, aber ich lebe noch. Naja, im Prinzip weiß aktuell keiner, wer du bist. Doch, der Transporter hatte doch in seinen Willen schon reingeschrieben. Ja, aber zwei Zahlen. Ja, gut. Gibt es eigentlich ein Achievement für 3 gecleante Personen in einem Spiel? Ja, ich glaube schon. Sag mal, wie dense sind denn die Leute? Ist there a Framer? Die sind echt glauben, ich bin schön. Voll gut. Ach man, es dauert mir eigentlich zu lange. Aber ich hasse, also manchmal hasse ich auch diesen Job als Jester. Weil es schwierig ist, manchmal wirklich vorwärts zu kommen. Und ich komme hier auch nicht weiter mit diesem schönen Kreuzworträtsel. Ich hätte vielleicht ein längeres Wort am Anfang nehmen müssen, um mehrmals runtergehen zu können. Aber das Gute ist, ich denke mal, dass ich inzwischen die Mafia weiß zum Teil. Also More Police ist einer, George Jumayov müsste einer sein. Weil die beiden gehen auf meine Seite und wollen Billy, der ja wohl wirklich Lookout zu sein scheint, hochwählen. Von daher müssen wir mal gucken, was jetzt noch passiert. Die Mafia darf ihn natürlich nicht töten. Gut, andererseits könnte die Mafia natürlich jetzt anfangen, mich hochzuwählen, dass sie mich alle hochwählen. Oh, Veteran. Rena, du tötest immer Leute. Ja, warum kommen die auch zu mir? Was kann ich denn dafür? Jetzt weiß auch jeder, wer du bist. Ja, super. Komm, Mafia, weht mich hoch.
Ja, was tun? Das ist immer schwierig hier. Eigentlich müsste ich die jetzt mit hochwählen, um wieder Vertrauen zu bekommen, aber ich muss auch irgendwie... Ich darf natürlich nicht sagen, dass ich es bin. Natürlich nicht. Werden wahrscheinlich der Letzte sein. Ruby Rose, Exe oder Jester sein. Das wäre krass. Das ist ziemlich zu Ende. Sieht auf jeden Fall schlecht für die Town aus. Schlecht ist noch ein Understatement. Leider waren die nicht ganz so lynchfreudig wie sonst. Wie könnte man Ruby Rose noch reinkriegen? Andersrum. Aber immerhin ein Ansatz. Oh, was heißt denn Vertrauen? Faith? Faith? Ich weiß es leider nicht. Deswegen lasse ich es. Ich gehe niemals dazu, mich hochzuwählen. Ehrlich. Wirklich. Sicher, dass der Mafia ist? Ich glaube, er Arsonist. Das war sehr nett von ihm. So, hoffen wir, bis hier funktioniert. Wir werden es gleich sehen, was da noch so passiert. Es hat sich sehr lang gezogen. Aber da kam ich nicht wirklich durch. Weder als Echse. Das ist wieder. Mit der dummerweise. Werde ich nicht machen. Ich hoffe halt nur, dass Irene in dem Fall hier einfach mal hochwählt oder mich dann schuldig wählt. Tudum. Tudum. Und wenn Ruby Rose hier wirklich Exe ist, wie mir Lettis gesagt hat, also ich gehe davon aus, dass Lettis Mafia ist, genau wie Mobleys und George. Real Octopus ist der Veteran. Bleibt noch Ruby Rose da, die inzwischen auch Jester sein müsste.
Mal schauen, was da passiert. Jetzt hoffe ich, dass sie niemanden getötet haben. Oder dass Rena wenigstens schuldig wählt. Okay, Rena ist tot. Bobby Bowes ist damit der letzte Ding. Damit muss eigentlich das Spiel zu Ende sein. Ich hätte noch einen gehabt. Wie traurig. Normalerweise müsste das Spiel zu Ende sein jetzt. Ja. Was ist die letzte Rolle, die noch übrig ist? Transporter? Angeblich könnte tot sein. Angeblich ist, wie heißt sie? Ruby Rose, Jester oder Executioner? Der Trans ist, soweit ich weiß, ja, raus. Ja, wie ich gesagt habe. Ruby Rose war Exe oder Jester. Gut, dann dürfen wir die 20 Minuten rum haben, ne? Durchaus. Okay, dann hoffen wir wie immer, dass die Episode euch gefallen hat. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und wir hoffen, euch demnächst mal wiederzusehen. In diesem Sinne, wie immer von der Barcade und Krian und der Rena und der Krasukia. Bye, Leute. Tschüss. Tschüss. Tschüss.